Arion Metatron mit einem neuen Livestream zu Elder Scrolls Online. Heute sind wir hier bei Goldroad im aktuellsten Kapitel unterwegs und werden uns anschauen, was denn dort für Quests sind. Wir versuchen vielleicht die Hauptquest weiterzumachen und ja, ihr seht es, wir sind ganz im Norden unterwegs. Ja, wir werden also hier mal dieses Valente-Weingut besuchen, wir werden dieses kleine Dungeon besuchen, Fort Colovia, und versuchen auch den Boss, wenn hier einer ist. Mal gucken, ja, also wir werden jetzt den Norden versuchen hier abzuschließen und dann geht's hier nachher langsam Richtung Westen. Ja, also nach und nach erkunden wir hier gemeinsam die Westauen. Ja, was ist hier los? Hier gibt es irgendeinen großen oder eine große Dädra, die mit Spiegeln arbeitet. Spiegelmoore macht die. Und Kristalle, was die genau macht, wissen wir auch noch nicht, was sie hier so alles anstellt. Die Geschichte ist noch nicht so weit. Also ich kann euch noch nicht genau sagen, was uns hier erwartet. Ich weiß nur, wir werden die Story nach und nach weiter aufarbeiten. So, jetzt holen wir uns erstmal hier diesen Schatz, ja, aus der CE. Wir haben ja hier ein Add-on, das heißt Map Pins und Treasure Map und, boah, was habe ich noch alles? Destinations und sowas. Und da werden die, genau, die Maps auf der Karte erweitert. Ja, und dann gibt es hier so Pins und an den Pins sieht man dann, dass hier zum Beispiel der Vorabschatz rumliegt von den Westauen. Ja, den kriegt man ja, da kriegt man ja legendäre Karten für, so Schatzkarten für. Und der soll hier irgendwo sein, ja. Jetzt, wir hätten erstmal auf die Karte gucken müssen, um das zu finden, hier diesen Ort. Aber, ja, wir gucken einfach mal drauf, ob es denn auch passt. Ich habe hier auch noch zusätzlich ein weiteres West-Add-on am Laufen. Das ist aber nicht so gut, weil das, ja, irgendwie zu viele Quests, zu viele Gebiete zeigt. Das ist zu unübersichtlich. Ich kriege das auch irgendwie nicht vernünftig eingeschränkt. Das ist ein weiteres Quest-Add-on, was ich am Laufen habe. Jetzt wollen wir mal gucken, die Schatzkarte. Moment, jetzt müssen wir erstmal wieder hier. Ich habe ganz viele mit dabei, weil ich wollte mal meine Bank aufräumen. Aber ihr seht, ich komme in die ganzen Gebiete nicht so wirklich schnell. Und aber hier ist das von den Westauen. Und hier seht ihr das irgendwie, ne, an diesem Wasser, aber doch wieder da oben irgendwo. Sollte jetzt angeblich was sein. Ich bin ja gerade durch die Steine gehüpft. Also da hätte es sein müssen. Da oben liegt es wohl. Ja, faszinierend. Ah, jetzt ist dieser Quest, dieses Questing wirklich auch hier jetzt die ganze Zeit eingeblendet. Ah, das wollte ich natürlich nicht. Da müssen wir gleich mal gucken, dass wir das ausgeblendet kriegen. Das ist halt der Vorteil oder der Nachteil von den Add-ons, ne? Wenn ihr Add-ons nutzt, habt ihr manchmal die Vorteile, dass ihr halt mehr auf der Map seht, dass ihr von eurem Begleiter zum Beispiel auch seht, wie die Rufstufe oder der Ruhm ist. Hier müsste es sein, so wie ich das... Ja, da ist er. Hier oben, da muss man erstmal hier drauf kommen, ist der Erdhaufen. Keine Falle geführt hat. Ja, und jetzt seht ihr auch hier unten, ups, falscher Knopf. Jetzt seht ihr auch hier unten, Beziehung mit Gerissen mit die Nacht ist plus 5 gestiegen. Ne? Also das funktioniert auch. Auch das Add-on funktioniert. Na, also viele funktionieren, aber gerade das hier ist ein bisschen problematisch. So, und wir kriegen ein Fenster. Oh, schick. Ein alliidisches Fenster in groß. Da haben wir jetzt eine Spur von gefunden. Genau, und so geht das. Ne? Also... Sieht auch gar nicht so schlecht aus, was ich da so gerade schon in der Vorschau sehe. Müssen wir doch mal erspähen. Und dann dementsprechend auch bald mal ausgraben. Ihr merkt schon, man kann immer sich mit ziemlich viel beschäftigen. Ne? Und wenn es jetzt erstmal nur die Schatzkarten sind, wir könnten Spiegelbohre machen. Wir könnten die täglichen Weltbosse machen. Wir könnten halt auch einfach ins PvP gehen. Aber wir versuchen heute die Westauen voranzuquesten. So, und ich mache einfach dieses Add-on mal aus, dieses Quest-Add-on mal aus, weil das stört mich jetzt doch sehr. Genau, da müssten wir nachher hin, das ausgraben. So, da gehen wir einfach hier bei Erweiterungen
und suchen uns das Quest-Add-on. Und zwar. Eieiei, hier. Ravelox Quest-Tracker ist zwar aktuell, aber er stört mich. Vielleicht kann ich ihn auch einfach nur nicht richtig einstellen, kann ja auch sein. Habt ihr ein Quest-Add-on, ja, damit ihr Quests besser überseht? Eigentlich finde ich, in den Gebieten sind ja immer nur so 5, 6 Quests, die man aktiv hat. Theoretisch braucht man das gar nicht, so ein Quest-Tracker. Also bei dem Spiel hier, außer man hat alle Quests irgendwie fertig und man weiß nicht mehr, was man tun soll. Dann findet man auch noch die letzten Quests damit, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, braucht man nicht unbedingt. Quest-Tracker würde ich gerne auf der Xbox haben. Ja, okay. Ja gut, die normalen Quests, die sieht man ja so immer hier oben in der Ecke. Aber ich hatte halt irgendwann die Phase, dass ich alle Quests in allen Gebieten durch hatte. Nur hier, Moment, hier bei dieser Übersicht standen dann irgendwie noch Quests, die ich noch nicht hatte. Ich weiß gar nicht, wo ist genau die Übersicht. Nein, hier gibt es sie nicht. Erstmal hallo Tonka99, schön, dass du da bist. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Nein, hier ist es falsch. Ich müsste jetzt in eine andere Ansicht gehen, nämlich hier bei den Errungenschaften. Hier war einfach mal der Punkt, als ich bei diesen Quests geguckt habe, hatte ich nicht alle Quests gefunden. Ja, also die ganzen Tamriel-Quests und so. Da hatten wir irgendwie in irgendwelchen Gebieten noch Quests offen. So wie bei Gold Road, wenn man hier Quests sagt, sieht man ja auch, man muss 28 finden. Und bei manchen hatte ich dann doch nur 27 oder so. Und dann ist so ein Quest-Tracker cool, weil dann sieht man auch so ein bisschen auf der Map, wo noch was zu finden ist oder so. Aber generell reicht mir der normale. Ist halt gut, wenn man mal drei, vier Quests auf einmal auf hat. Das geht halt nicht bei dem normalen, ne? Da ist immer nur die eine Hauptquest, die man gerade aktiv hat. Aber ja, ihr habt es gesehen. Wenn man dann zu viele Quests im Log hat, dann ist es halt unübersichtlich. Ich hätte den bestimmt auch noch richtig einstellen können, dass ich nicht jetzt die ganzen Raid-Quests sehe und sowas, aber da muss man sich dann halt auch länger mit beschäftigen, bis man den richtig eingestellt hat. Ja, genau. Also dieses, wo sich Quests befinden auf der Map, das habe ich ja jetzt hier auch nicht eingestellt. Na, also ich sehe ja nicht, dass hier eine Quest wartet oder hier eine Quest wartet. Na, hier wird ja auch irgendwo eine Quest sein und in diesem, das ist ein ganz anderes Ding, womit man diese Quest sieht, die einem noch erwarten. Moment, lass mal gucken. Das hier sind die ganzen Schatzorte, Lorebücher, Himmelsscherben. Also das hier kriegt man auch nur über Add-ons, ne? Wo die ganzen Fische zu finden sind und sowas. Wo in Greymoor die Errungenschaften sind, in Blackwood, in Necrom und so weiter. Ja, das kann man mit dem Map-Pins einschalten, aber wo die Quests sind, die man noch nicht gemacht hat, da gab es wieder ein anderes Add-on für. Ich guck mal gerade. Quest-Maps. Quest-Maps, so hieß das. Das ist wieder ein anderes, ja. Also Quest-Tracker ist nur eine schönere Übersicht, so wie ihr gerade eben gesehen habt, wo sind welche Quests. Aber dieser Quest-Map, der zeigt dann auch auf der Map, wo sind die Quests und welche Quests habe ich noch nicht gemacht, welche sind noch offen, welche sind schon abgeschlossen und so. Also es gibt da wirklich unterschiedlichste Add-ons oder Motrans Minimap. Ne, das ist glaube ich nur eine andere Minimap. Aber man muss einfach mal ein paar Add-ons ausprobieren und gucken, welche da gut sind. Früher hatte ich auch immer die Wicked-Toolbar, die ist aber irgendwie immer veraltet und dann habe ich mir irgendwann diese Toolbar hier geholt. Also ich finde es immer wichtig, dass ich einfach mal sehe, wie viel Uhr sind es, ja, was habe ich noch für Plätze im Inventar, wann muss ich schon wieder verkaufen gehen und so. Meistens merke ich selber, wenn ich immer wieder überfüllt bin. Aber ich finde es halt einfach schön, auch zu sehen, welche Champion-Level habe ich so auf Anhieb. Darum mag ich das hier oben einfach, dass ich einfach mal sehe, okay, da habe ich noch, das Champion-Level habe ich Stelle, die Latenz ist gerade gut und so. Einfach so Kleinigkeiten, die einem mal schnell so ins Auge springen, finde ich halt ganz cool eigentlich. So, wir gucken jetzt gleich auch in den, wie heißt er?
Ich muss mal gucken, dass ich hier kurz mitmache. Habe ich natürlich als tägliche Quest offen. Na, ich mach mal ein bisschen leiser. Ich mach mal gerade hier mal das Spiegelmoor mit. Rein aus Eigennutz. Ich bin nicht so der Fan von den Spiegelmooren, weil man muss an drei Orte laufen, dann nochmal einen Boss machen. Da finde ich die Anker in den Hauptgebieten schon cooler irgendwie. So, aber ihr seht ja, man kriegt Errungenschaften ohne Ende. Und ich habe halt auch die Tagesquest hier. Und da kriegt man ja auch immer eine schöne Belohnung durch. Also mache ich jetzt schnell mal mit, wo es gerade aktiv ist, hier bei mir in der Nähe. Und danach gehen wir in das Dungeon, machen dort die Quest. Und dann machen wir das Weingut. Machen dort eine Quest und dann sind wir vielleicht schon im Norden hier fertig. Mal gucken. Sind auf jeden Fall wieder viele unterwegs, ne, die sich hier mit diesen ganzen Spiegelmooren beschäftigen. Naja, ich muss ja auch sagen, viel Neues oder viel Cooles Neues wurde ja jetzt auch nicht wieder angekündigt von ESO. Also nichts Questmäßiges meine ich jetzt. Ja, die machen am Endless Dungeon irgendwas neu. Die machen ja im Endeffekt ein neues PvP, ja, 2 gegen 2 PvP oder solche Sachen, ja, was sie sich halt einfallen lassen. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich keine neue Quest kriege, boah, habe ich immer so meine Probleme. Ja, also ich brauche in ESO immer neue Inhalte von Quests. Ja, es kommen ja sogar weniger Dungeons in letzter Zeit raus, habe ich das Gefühl. Goldwood so als einziges Gebiet jetzt auch ein ganzes Jahr lang, wenn ich das so richtig im Blick habe, ist halt doch ein bisschen wenig. Und hi Kundi, schön, dass du eingeschaltet hast. Mensch, Kundi ist wieder da. Und ich wieder mit Mikro. Mittlerweile kann ich wieder reden. Ich hoffe, ihr versteht mich auch. Ich rede die ganze Zeit vor mich hin und ich weiß nie, ob ihr mich versteht bei dem ganzen Krach. So, ich gerade mal hier an den Schatz. Was haben wir denn Schönes? Einen Behälter. Mosaikdinger. Ja, viel Krimskrams. Aber haben was abgeschlossen. Gucken wir mal rein. Schriftrolle der Ruhe nach der wilden Jagd. Verkauft diesen Gegenstand für 1500. Sehr schön. Hier eine Keule, die 400 Gold wert ist. Und ein paar Rubidit-Barren. Naja, das hier ist das einzige Sinnvolle davon, nämlich Gold. Aha. Gold kann man immer gut gebrauchen. Wenn man hier das Twitch-Ziel erfolgt, machen wir auch ein Giveaway für Gold. Das seht ihr ja im Bildschirm. Ja, da haben wir ja dieses Twitch-Ziel. Und im Moment ist, glaube ich, der letzte Tag auch vom September oder so, ne? Dass man Subs verschenkt und was bekommt. Ja, also, ne, wenn es euch interessiert. Und du bist im Lurk. Ja, ist okay. Kundi ist ja eher so der Spieler für Lost Ark. Das werden wir am Mittwoch oder Donnerstag wieder spielen. Und an den anderen Tagen wird es dann eher Assassin's Creed Valhalla, damit ich das jetzt langsam mal durch habe. Und dann kommt Assassin's Creed Mirage demnächst schon dran. Ja, also auch das nächste Assassin's Creed. So, ich glaube, ich mache das Spiel ein bisschen lauter. Und jetzt gehen wir mal hier ins Dungeon. Feste Kolovia. Was hier geschehen ist. Was erwartet uns hier? Wie geht's dem Bein? Schlecht. Ich kann nicht stehen. Übertreibt nicht. Wir gehen da nicht wieder rein. Ganz viele Legionäre hier. Ich bin nicht sicher, wer ihr seid oder was ihr wollt. Doch ihr solltet wahrscheinlich mit dem Hauptmann sprechen. Quatschen wir mal einfach mal hier die ganzen
Legionäre an, die hier rumliegen und so. Ich kann nicht wieder da rein. Ich bin verletzt. Einer der Mistkerle muss mich gestreift haben, als wir uns zurückgezogen haben. Wenn ihr mit dem Hauptmann sprecht, dann sagt ihm, dass ich schwer verwundet bin. Also, ich muss ja sagen, damals in meiner Zeit bei den Legionären, ne, da gab es keine Gesichtstattoos. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist das denn für eine... Also, gibt's ja nicht. Hat die Legion euch geschickt? Ihr solltet mit dem Hauptmann sprechen. Okay, viele Legionäre, die irgendwie schlecht drauf sind. Mal hören, was der Hauptmann sagt. Ihr seid kein Legionär. Doch ich glaube auch nicht, dass ihr zu den Banditen gehört. Und ihr gehört sicher nicht zu meinen frischen Rekruten. Und? Könnt ihr eine Kommission für den Hauptmann der Feste Kolovia übernehmen? Was für eine Kommission schwebt euch vor? Kommission? Mission hätte ich verstanden, aber Kommission? Banditen, Deserteure aus dem Krieg in Cyrodiil, die sich zusammengetan haben, um die Gegend zu plündern. Sie tauchten in zu großer Zahl auf, als dass die frischen Rekruten meiner Kohorte mit ihnen fertig würden. Ich könnte jemanden Fähiges und Erfahrenes brauchen, der mir hilft. Okay, was für eine Art von Hilfe sucht ihr? Es ging so schnell. Die Legion hat keine Ahnung, dass wir Ärger haben. Ich suche jemanden, der Legionär Calvo hineinbegleitet, den Glockenturm erreicht und das Warnsignal läutet. Falls ihr bereit seid, den Auftrag zu übernehmen, kann Calvo euch zeigen, wo alles Nötige zu finden ist. Das hört sich gut an. Ja, Kommission, okay, heißt auch Auftrag, ist aber auch eine Arbeitsgruppe, Europäische Kommission und so. Ja, also faszinierend. Kommission kann man wirklich als Auftrag auch sehen, lateinisch. Ja, haben wir wieder was gelernt. Ich begleite Legionär Calvo in die Feste und läute das Warnsignal für euch. Ich enttäusche euch nicht, Hauptmann. Hier lang, mein Freund. Ich glaube nicht, dass er überlebt. Die sind ja alle schon positiv gestimmt hier. Der will nicht mit. Gut, gucken wir mal, was uns erwartet. Bären, sie können schlau und hinterhältig sein, also seid auf der Hut. Keine Sorge, mein Freund. Ich kann euch zum Kommuniqué, zum Glockenturmschlüssel und zum Soldsack der Kohorte führen. Alles Teil meiner Ausbildung als Adjutant des Lagers. Dieser Gang wird nicht viel verwendet, weswegen er in weiten Teilen frei sein sollte. Nun, abgesehen von den Bären. Oder Banditen. Sagtet ihr, es gäbe Bären in diesem Gang? Wie ich schon sagte, wir benutzen ihn nicht oft. Und die Bären müssen auch irgendwo leben, oder? Ihr solltet auch wissen, dass... ich kein großer Krieger bin. In Ontus hatte ich nicht viel Gelegenheit zum Kämpfen und die Ausbildung war noch nicht sehr weit. Okay, ihr seid in der kaiserlichen Legion. Gehört da das Kämpfen nicht dazu? Ja, aber wir sind erst vor wenigen Tagen für unsere Ausbildung hier eingetroffen. Davor arbeitete ich auf einem Hof in Ontus. Marius Gallo, ein alter Freund, den ich stets bewunderte, war der Held der Stadt. Alle waren so stolz, als er der Legion beitrat. Gut, habt ihr deshalb angeheuert? In Teilen. Doch ich wollte auch die Dinge richtigstellen. Ich bewunderte Marius, aber er verließ seinen Posten in Cyrodiil und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Sie nennen ihn den Feigling von Ontus, den Deserteur. Ich will beweisen, dass nicht alle aus meiner Heimat so sind. Jo, dann nehmen wir natürlich sofort die Truhe mit, die hier vor der Tür frei verfügbar ist. Okay. Aber nur Quatsch noch drin. Fest zu Kolovia. Sieht gut aus, das. Der Ladebildschirm hat die nördlichen Ausläufer der Westauen und so weiter und so fort. Ja, schneller lesen konnte ich jetzt nicht. Wir müssen in den Nord-, Süd- und Ostteil der Feste, um die Dinge zu finden. Ja, gerade für diese Ladebildschirme, die man das erste Mal liest, um kurz mal festzustellen, in was für ein Gebiet geht man denn jetzt da rein. Die werden dann ja immer beschrieben. Fände ich gut, wenn man diesen Ladebildschirm unterbrechen kann, oder? Ich war nervös, als der Hauptmann mir den Soldsack gab. Ich versteckte ihn in einem Fass im Lager am Nordende des Flusses. Okay, das ist gut zu wissen. Oder dass es so eine Funktion gibt, dass der nach 10 Sekunden oder 20 Sekunden erst automatisch weitergeht, außer man drückt die Taste weiter oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine?
Da kann man wenigstens den Text mal schnell durchlesen, worum es hier geht. Aber okay, wir sind in irgendeiner Feste, Kolovia. Schnellzusammenfassung reicht. Ich meine, man liest ja schon nicht diese Schriftrollen hier, ne? Nein, Florentina. Warum mussten sie ermorden? Da hat man ja schon keinen Bock zu. Aber dann wenigstens so ein bisschen den Ladebildschirm lesen wäre schon gut, wenn das ginge. Okay, wir sehen. Wir müssen hier die Soldliste der Kohorte finden. Das Kommuniqué. Den Glockenturmschlüssel. Dann gibt es hier noch eine Balleinladung. Dann gibt es hier noch die Finsterkompanie. Deserteure oder Söldner. Wer sind sie? Ja, und eigentlich müsste es hier noch einen Weltboss drin geben und eine Himmelscherbe, wenn das ein normales Verlies ist jedenfalls. Im Moment sehe ich es aber nicht auf der Minimap. Habe ich es vielleicht nicht eingeschaltet? Bin ich gar nicht gewöhnt, dass kein Weltboss hier markiert ist. Aber wir gehen einfach mal durch. Wenn ich diese Sachen hier vorlesen soll, ja, könnt ihr gerne auf die Errungenschaften gehen oder auf die Belohnungen gehen unter dem Chat. Da ist ja so ein lila Kreis und wenn ihr Gari-Punkte habt, könnt ihr sagen, Bücher, neue Bücher vorlesen. Ja, dann würde ich solche Bücher auch vorlesen, die ich hier finde. Ansonsten lasse ich das. Wenn ihr das jetzt aktiviert, dann nehme ich auch noch die letzten Bücher, die ich gefunden habe. Zum Beispiel, wenn ich hier mal auf B drücke, sehe ich zum Beispiel hier am 30.09. habe ich dieses Buch jetzt hier gefunden. Und genau, das war die letzten 20 Tage mein erstes neues Buch hier aus den Westauen. Ja? Ich lese auch nur die Bücher, die dann aus den Westauen sind. Wenn ich also dann irgendwelche Bücher von damals finde, hier aus irgendwelchen anderen Gebieten oder so, dann lese ich die nicht. Ich nehme also nur die aktuellsten. Boah, 3872 Bücher, müsst ihr euch mal vorstellen, wenn man das alles durchlesen würde, wenn man noch 3 Wochen beschäftigt oder länger. Heftig. Gut, gehen wir mal weiter. Schauen wir uns mal das Dungeon in Ruhe hier an. Sieht eigentlich gar nicht so nach einer Feste aus bis jetzt. Eine Feste verborgen in den Bergen. Hinter den 7 Bergen bei den 7 Zwergen. Hi, Metasmith. Grüße. Wie geht es dir? Alles gut bei dir? Schön, dass du eingeschaltet hast. Was hast du heute gezockt? Oder was zockst du noch? Und da haben wir wieder so einen Eventbehälter. Es gibt ja im Moment wieder ein Event. Wir machen ja ziemlich viele Events. Oh, diesmal hier mit Kolovianisches Regal. Okay, mit einem Einrichtungsgegenstand. Gucken wir mal, wie das aussehen könnte. Ah, das können wir dann selber bauen. Ja, wunderschön. Ein neues Regal für den Schreiner. Nichts hast du heute gespielt. Das ist aber auch mal gut. Einfach entspannend. Ja, das muss auch mal sein. So, und wenn so ein Event ist, dann muss man auch immer mal wieder in den Kronenshop gucken, ob es dafür eine Quest gibt. Ja, dass man also auch einmal sagt, okay, ich gehe hier in den Kronenshop rein, sehe dann, okay, es gibt im Moment hier dieses Paket des kaiserlichen Champions. Also, ja, ihr seht ja, wie es aussieht. Sieht jetzt nicht so beeindruckend aus in Stoff, ne? Das ist halt immer das Problem von Stoffrüstungen. Na, die sehen halt nicht so beeindruckend aus. Wenn wir nochmal gucken. Ja, okay, in schwer sieht es auch nicht besser aus. Da ist wirklich nur so ein Lederteil in der Mitte. Naja, gut. Also, da macht man kaiserlichen Champion und da in der Mitte nur so einen billigen Lederfetzen. Das sieht ja nicht gut aus, muss man sagen. Ja, aber auch hier, ne, diesen Bär kann man jetzt nicht sehen. Moment, wir gucken nochmal. Nicht, dass wir die Quest verpassen. So, auch dieser Bär hier ist im Moment noch 7 Tage. Und ne, die ehemalige Freistadt dieser dunklen Bruderschaft könnt ihr euch auch holen. Also es gibt wieder viele interessante Sachen. Hier kann man dann mal so ein bisschen auf ja, Ureinwohner machen. Das ist ja auch nicht so schlecht. Und bei den Ereignissen ne, gibt es dann immer diese Ereignisscheine. Da kann man ja bei der Impresia das eintauschen, die sind ja ganz gut. Und manchmal sind dann halt auch hier Quests zu finden, ne? Dass man also auch sagt, hier zum Beispiel Randnotizen der Wut, ein Dätra namens Tori Plane erschafft hinten Gegner aus Büchern im endlosen Archiv, wenn ihr also diese Quests machen wollt. Oder die Prologe von den verschiedenen DLCs. Und manchmal sind dann halt auch noch andere Event-Quests hier zu finden.
Dieser Event ist einfach, da kommen ein paar Kisten, die muss man aufmachen und kriegt dann ein paar schöne Sachen raus, ne, die dann 100 Gold wert sind oder so. Muss man aber beim Hehler verkaufen, also in den Diebesstätten. Den Soldsack verstaut habe, sollte hier irgendwo sein. Okay, also den Soldsack hat er hier versteckt. Ja, wunderbar. Das Gold, das an die neuen Legionsrekruten der Feste Colovia ausgezahlt werden soll. Zack, haben wir das erste Teil Das ist gefunden. einer der Gegenstände, die wir für den Hauptmann holen sollen. Suchen wir weiter. Okay. Das sieht gut aus. Gucken wir mal, dass wir hier jetzt auch in die Feste reinkommen. Ihr seht. Das Dungeon ist wirklich so ein halboffenes Dungeon. Ne? Zuerst geht man durch einen Turm oder durch einen Höhlengang und dann landet man in der Feste. Von außen kann man nicht da rein, also man muss schon ins Dungeon rein. Aber ist schön gemacht. Also nicht schlecht. Ich mag so Dungeons, die so, ja, irgendwie offen sind, also irgendwie doch im Freien, aber dann doch für sich begrenzt. Also nicht so im offenen Gebiet, meine ich damit, ne? Dass da auch manchmal so besondere Events stattfinden können oder sowas. Oder Weltbosse auch schnell wieder spawnen, wo man sonst lange drauf warten muss. Dungeon-Bosse. Noch so begegnet. Ja, und was spielst du im Moment sonst so? Metasmith, du spielst ja kein Elder Scrolls Online. Wenn du denn mal dann zockst. Das ist im Moment so dein Hauptspiel. Kundi weiß ich, Lost Ark. Der hat sich ja eben auch schon hier gemeldet. Und Tonka auf der Xbox Elder Scrolls Online. Auf einer Konsole kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich habe das ein bisschen auf einer Konsole gespielt. Ich mag dieses Konsolenmenü irgendwie gar nicht. Moment, ich habe ja hier sogar die Möglichkeit, jetzt mal zu sagen. Ich glaube, das kann ich sogar jetzt hier so einstellen. Ne? Geht das nicht so, dass man irgendwie hier sagen kann, ich spiele jetzt mit Controller oder so? Geht doch irgendwie, ne? Moment. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Weiß gar nicht mehr, wo das geht. Sprechblasen sind immer nervig, wenn die irgendwo quatschen. Ich hatte nämlich gerade den Controller am Rechner angeschlossen. Theoretisch könnte ich das jetzt als Controller-Version spielen. Am PC. War? Ich weiß nicht mehr, wie ich es umgeschaltet kriege. Oh, das habe ich auch ausgeschaltet. Okay, so. Doch, da Gamepad-Modus, genauso. Wenn ich jetzt sage an, ja, dann seht ihr sofort hier oben dieses Menü ist jetzt ganz anders. Ja, ist viel größer. Jetzt kann ich mit dem Controller hier in die Hand nehmen. Und jetzt spiele ich Gamepad-mäßig. Ja, jetzt muss ich also Viereck, Dreieck. Kreis, L2 zum Blocken und so, ne? Und dann normales Schießen ist dann so wie bei einem Shooter. Die R2-Taste und so. Ihr seht auch die Ladebildschirme unten, die Statusanzeige unten sieht anders aus. Ja, und man kriegt immer so den Tooltip, wie funktioniert der Controller eigentlich. Ja, lange festhalten geht dann auch. Ne, also auch mit Controller ist es spielbar. Die Texte sind viel größer auch. So von wegen Controllerspieler haben schlechtere Augen. Ja, alles ist größer. Und dann, ja, das Menü sieht dann halt auch anders aus. Ne? Dann hat man halt auch so ein, ja, wie soll man es sagen, PlayStation-Menü, ne? Oder so ein Xbox-Menü.
Dann geht man so durch die Quests durch. Also ich finde es, ehrlich gesagt, mag ich es nicht. Ne? Also auch hier das hier, so wie früher Skyrim, dieses Menü. Ich finde es anstrengend, ja. Also ich finde es anstrengend, immer so nach unten zu scrollen, jeden einzelnen Gegenstand mir so anzugucken und so. Es geht, ja, man kann auf jeden Fall auf PlayStation und Xbox spielen. Also es funktioniert schon, ja. Ich finde das so lustig, dass die Schrift dann so riesig ist. Ja, also. Und genau, aber es ist halt nicht so mein Ding. Ja, aber zum Beispiel Tonka, der hier eben war, der spielt es so. Und jetzt muss ich versuchen, das wieder zurückzustellen. Oh wei, oh wei. Wie habe ich das nochmal eingestellt gehabt? Ich glaube bei Spielablauf. Oh wei. Das kriege ich jetzt nie wieder zurückgestellt. War das hier? Gamepad, da hieß es hier. Gamepad-Einstellung zurücksetzen. Oh ne, pass auf, Moment. Gamepad-Modus aus. Ah, danke. Puh. Nein, ich will nicht sterben. Also mir gefällt es mit PC-Modus besser. Oh, jetzt ist... jetzt haben wir ein Problem. Ich mach mal das Gamepad ab. Läuft nicht. Oder? Ja, ich glaube, wir müssen im Gamepad-Modus weiterspielen. Im laufenden Betrieb. Ne? Never change a running system. Ja, niemals, wenn es auf PC funktioniert, auf Gamepad-Modus umschalten. Sonst hat man den Salat. Na komm, spielen wir mal aus Jux weiter im Gamepad-Modus. So. Okay, machen wir so. Kriegen wir schon hin. Oder? Kriegen wir es nicht hin. Jetzt habe ich das Gamepad abgemacht. Jetzt geht gar nichts mehr. Ist klar, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Immer diese Experimente. Du spielst Phasmophobia. Kennt Phantasmagoria, kenne ich, aber das ist ein Horrorspiel. Bin zu alt. Ghostwatchers kenne ich auch nicht. Panikcore und Projekt Unknown. das ist mal lustig. Jedes Spiel, was genannt wird, kenne ich nicht. Das ist, okay, ich werde alt. Ich merke, ich werde alt. Was heißt, ich werde alt? Ich bin alt. Da werde ich nicht mehr viel. Was gefällt euch besser? Die Controller-Ansicht oder die... Oder die andere. Das ist irgendwie faszinierend. So, da haben wir die Balleinladung. Die lese ich jetzt auch nicht vor, außer ihr würdet sie freischalten. Per Belohnung. Armer Livius, wir mochten uns nicht, doch niemand verdient ein solches Schicksal. Denkt daran. Wir müssen das Kommuniqué mit der richtigen Leutreihenfolge, den Glockenturmschlüssel und den Soldsack der Kohorte finden. Haltet nur die Augen nach diesen Banditen offen. Und nach den Bären. Ob die Schrift so riesengroß... Ach, für meine Augen ist es eigentlich ganz gut. Dann bräuchte ich wirklich auch keine Brille, wenn ich das immer so spielen würde. Ich meine, dann sehe ich sogar, in welcher Gilde ich bin unter meinem Namen. Ist schon irgendwie... angegriffen wurde. Ich versteckte das Kommuniqué in einem Nein, ich will nicht sterben! Wo hat er das Kommuniqué versteckt? In einem Aschehaufen im Kamin, sagte er. Ah ja. Befehl von Legionskommando in Skingard, welche die derzeitige Leutereihenfolge in den Glockenturm der Feste vergeben. Okay. Ich das verstaut hatte. Fehlt nur noch eins. Ja, und wir sind voll. Krass, oder? Oh Gott, jetzt habe ich die Quests weggetan. Oh nein, wie komme ich denn jetzt wieder an die Quest? Oh mein Gott.